Sheva, do you know where the mines are? Past the station. Not too far from here. Follow me. Und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5. Wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben jetzt endlich diesen Kampf gegen den Kettensägenmann hinter uns. Wir begeben uns jetzt Richtung Bahnhof. Also wir sind jetzt hier schon am Bahnhof. Wir müssen jetzt Irving in den Minen aufsuchen. So, auch im letzten Part habe ich ja gesagt, ich werde die Pistole weglegen. Ich habe dafür die Sturmgewehr, also die H&K MP5 MG. Und ich hoffe, wir kommen eigentlich recht klar. So, hier sind die Hunde. Man kann sich eigentlich schon denken, man schießt einfach drauf und die Hunde laufen da ja rein. Hey. Oh schön, was machst du denn? Voll mehr als ich will. Du bist nicht angekommen. hier gibt es auch ein paar kleine versteckte Schätze. Und natürlich auch ein richtig cooler Bug. Da kam ich direkt in die Ecke sofort erstmal bald. Böse Hündchen. Sie wird auch wieder angeschlichen. Ich find's einfach nur lustig. Ich muss mal mit dem Schirm aufnehmen. Na komm. Help me! Thanks, partner. Na, was gibt es? Take it! Hier, nimm für dich. Okay. So, was haben wir hier unten? Sturmrevolution, eine Maschinenrevolution, Wildkäfer. Hier müsste irgendwie noch was sein. War hier irgendwie noch was? Einfach nur gucken. Ne, hier müsste nichts gewesen sein. Nur, dass die Maginis da oben auf diesem komischen Waggon stehen. So. Vielleicht machen wir Wildkäfer. Dann töten wir erstmal die hier. Langsam also die Fragen. Geld? Geld. Ah gut, Geld. Da oben am Mast ist natürlich das nächste Emblem. Nicht vergessen. Ah, treffe ich das Ding? Ah, muss ich ein bisschen so ziehen. So. Schöner Schuss. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Come on, Roger. Aber ich kann mich ja noch daran erinnern, was ich genau eingesetzt habe. Yay, 20 Patronen. Boah, leckt das. Warum leckt das denn so? So, und runter hier. Oh, scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich bin geleckert. Scheiße, sorry, Leute. Schreibt wahrscheinlich gleich einen Kommentar. Oh nein. Nee, das gibt's nicht. Scheiße, hab ich ja gar nicht dran gedacht, dass da noch was ist, ey. Und ich hab Geld vergessen, na egal. Geld, auf Geld scheiße ich hier so. So. You grab it. Okay. Und du das und du nimmst die letzte Lampe. I'll take the lantern. Stay close to me. Ja, so, dann dreh dich nicht um, komm zu mir. So, hier Come on, Roger, take it, Roger. Und da kommen die nächsten Maginis. Komm schon, wo bist du? Das Ding. Hast du diesen Ding? Falsche Taste. Hier irgendwo, ja, da oben. Yes. Ah, schade, er hat die Fässer mit kaputt gemacht.
Yes. Ah, Blindgranaten, die können gut gebrauchen. Ich könnte jetzt hier eigentlich auch ein Achievement-Jagd machen. Wenn ihr Glück habt, kommen mir irgendwo diese Maginis mit den Fettblöcken raus. Mit diesen, ja, die ist mal hier. Aber da finde ich auch das Gleiche davon. Moment mal, ich muss mal gerade was gucken. Ich bin gleich wieder. So, machen wir hier weiter. Yay. Ja, ich habe gerade nur geguckt, ob mein Mikrofon laut genug ist. Ja, manchmal stellt sich das ja noch um. So, da ist das nächste Emblem. Na. Na. So. Schön. Und da ist ein Schatz. Ich verbrauche nämlich jetzt einfach die Blendgranate. Blendgranaten können jetzt später noch nützlich sein. Damit wir wieder voll sind, komplett. Alte Taste. Mal immer schon her mit der Munition, weil ich es gebrauchen kann. Thanks. Thanks. Ich nehme immer die ganze Zeit Munition für sie auf. Wollen wir das hier? Ne, da noch nicht. Ja, Sherry, du musstest dich schon umdrehen. Aber hier war doch noch irgendwo was. Das weiß ich. Hier. Ja, hier sind noch zwei. Und eine Schlange natürlich. So. Ja, Shiva, kannst du mir bitte Licht machen? Adui! Leider kann sie nicht schlagen, weil sie das Teil nicht hat. Ich nehme mal für sie auf. Achte da nicht drauf. So. Habe ich die Waffe wieder voll. Das müsste hier gewesen sein. Ja, hier war das. Hier geht's hoch. Und hier ist auch der nächste Schatz. Ein Diamant-Oval. Ja, danke. You grab it. Das ist dämliche Schlange. Ja. Gib mir ein Ei und ich kann das fressen, wenn ich wieder voll bin. Geil. Ja, wenn man getroffen wird, tötet man die Schlange und dann hat man wieder Energie. Shabba! You can't be serious! Dann drehe ich einfach. Ellos Bewegung. Hold on! I'll open the gate with the crank over there. I'm going to open the gate! Beide gleichzeitig. Wow. Come on! Geld. Soll ich mit Geld? Jetzt ist hart. Kontrollpunkt. Let's go. Man fällt das Spiel wieder mit dem Lecken. Und die werfen jetzt auch nur Dynamit. Ich bin wieder da und ja, es gab eine kleine Unterbrechung.
ja, ich musste so schlagartig zum Essen. Aber, ja. Was gab es? Das sage ich natürlich euch nicht. Es geht weiter, hier Action rein. Los, tritt. Los, Sheva, hau drauf. Aua, ach ja, ja, ganz vergessen. Das ist ja kein Resident Evil 4, sind so schlau. Yay, Maschinengewehrmunition. Tot. Ja. Zäh's. Oder? Ist da einer mit einer Links? Und wieder nicht mehr. Der hat so eine komische Baubar. Ne, Baubar nicht von hier. Also Zange in der Hand. Shit, okay. Das müssen nur noch die Leute finden, die hier die mitwerfen. Haben die sich jetzt selbst gespielt? Da ist er. Yes. Also treffen kann ich nicht. Ach, Sheva, nicht so doof. So, jetzt heißt es hier einsammeln. Finden wir denn hier alles? Du da oben, du nervst. Ne, er hat sich noch nicht aufgelöst. Er ist nicht tot. Komm. Jetzt fällt er runter und tot. Yay, er ist tot. Cool. So, hier ist der nächste Schatz. Und das war es jetzt eigentlich hier alle. Jetzt können wir die Ebene erhöht gehen. Auf die höhere Ebene und hier alles einsammeln. Hast du noch Munition für mich? Ne, toll. Ich habe aber für dich Munition. Thanks, Partner. Und ein Spray. I owe you one. Blendgranate kann ich behalten. Na, da hinten ist Pistolenmunition. Nein. So. Schnell für mich aufgehoben. Thanks, Partner. Also genug Munition hat sie ja. So gut, ja gut. Das hält nicht lange. Das hält wirklich nicht lange. Yes! Ja, geil! Ich finde diese Szene einfach nur genial. Ja, wie unrealistisch meine Waffe aussieht, ne? Alles nur Kanten. Keine geglätteten Kanten. Ist ja halt auch Mittel, ne? Oh, Mist. Komischerweise nie treffen kann ich Energie. Aber wenn sie mich trifft, will ich mir. Also wäre ja geil gewesen, wenn man immer so einen Millimeter Balken verliert. Ganz wenig. Gut. Und hoch da. Jetzt sind wir endlich aus dieser verdammten Scheißmine. Verdammt. So, hier speichern. Und wir machen auch hier weiter im nächsten Part. Bis dann, Leute. Haut rein und tschüss.